dass der Herr was heilen möchte, was mit der Atmung zu tun hat? Gibt es jemand, der sich schwer tut im Brustkorb mit der Atmung in letzter Zeit, der irgendwie Beschwerden hat beim Atmen oder irgendwie dann eine Beengung fühlt? Jetzt. Erkenntnis reagieren, legt der Heilige Geist noch eins nach, um zu zeigen, dass du gemeint bist. Hast du Glauben, dass der Heilige Geist dich meint heute, dass er dich berühren will? Thank you.
fühle mich irgendwie total jetzt nur noch umgeben von Wärme und Leichtigkeit. Wie geht's dir mit Kalt oder dem Druck? Wie ist das passiert? Besser. Besser. Halleluja. Danke, Jesus. Ein Gedanke, wie das praktisch ausschaut, möchte ich noch teilen am Schluss, weil, wie soll ich sagen, der ganze Dienst der Wiedererlangung ist ja, wie soll ich sagen, typologisch. Das heißt, alles ist sinnbildlich und wir müssen lernen, auf zwei Ebenen zu denken. Auf der Symbolebene und auf dem, was heißt es Montag früh macht, auf der praktischen Ebene. Und wenn wir das nicht lernen, bleiben wir in schönen Bildern, Blasen hängen und wir schaffen es nicht, das in unseren Alltag zu holen, in die Erfahrung zu holen. Aber darum geht es in diesem Dienst, dass wir alles in die Erfahrung reinbringen. Also wir haben ja auch diese Predigten gehört, wir müssen erlöst, beendet und ersetzt werden, haben wir gehört. Und wir haben diese zwei Dinge gesehen. Es braucht einen Altar und es braucht die Opfer, die auf dem Altar dann auch dargebracht werden. Und der Altar ist das Kreuz und die Opfer sind die Person, nämlich die Person von Christus. Okay? Haben wir es verstanden? Der Altar, den auch Mose schon aufgebaut hat, war eigentlich das Kreuz. Jetzt haben wir bald Karfreitag. Das war der Altar des Kreuzes. Und an diesem Altar wurden aber Opfer dargebracht und die haben mit der Person zu tun. Nämlich mit der lebendigen Person des Sohnes Gottes, mit Christus. Und eben, am Altar werden wir erlöst. Am Altar werden wir auch beendet. Aber die Ersetzung, dass wir ausgewechselt werden, die basiert, indem wir Christus als Opfer praktisch erfahren. Und es sind zwei Opfer genannt, das Brandopfer und das Friedensopfer. Das Brandopfer ist das, wo der Rauch vertikal hoch zu Gott praktisch schnuppert, während unten Barbecue ist, während unten das Brandopfer dargebracht wird, steigt das auf in Gottes Nase und es ist ein angenehmer Geruch. Und am Karfreitag auf Golgatha, es hat nichts gebrannt, aber es war trotzdem ein Brandopfer. Im Geist stieg ein angenehmer Rauch himmelwärts. Und das war das Opfer des Sohnes Gottes. Und Gott hat gerochen im Himmel oben und war zufriedengestellt durch das Opfer, durch die Person von Christus. Und damit war diese vertikale Linie aufgerichtet. Aber das Brandopfer als erstes Opfer, was Gott zufriedenstellte, führte sogleich zu dem nächsten Opfer. Und das ist auch wieder Christus. Christus ist unser Friede, das Friedensopfer. Dadurch haben, weil Gott jetzt zufrieden ist, haben wir jetzt Frieden mit Gott. Das heißt, Gott und wir haben keinen Krieg mehr, keinen Konflikt mehr, kein Wirbel, kein Wickel mehr, sondern wir haben Frieden. Wir haben auf dieser Schiene Frieden. Und nicht nur das, und wir genießen jetzt einander im Friedensopfer, wir genießen Gott und Gott genießt uns. Wir haben, weil wir mit Gott Frieden haben, haben wir durch die Person des Sohnes, durch das Opfer, durch das Frieden, dass Christus auch unser Friedensopfer ist, haben wir auch Frieden mit den Geschwistern und mit allen Menschen untereinander. Wir haben Frieden mit ihm, senkrecht, wir haben Frieden miteinander, waagrecht. Und wir merken das, wenn wir ans Kreuz gehen und stoppen und sagen, in all unserem Wusel, unseren Zweifeln, Sorgen, unserem Misstrauen, in allem, was uns der Teufel ins Hirn bläst. Wenn wir mit all dem sagen, Schluss, aus, Ende, nicht mehr ich, sondern Christus. Was machen wir dann? Wir geben uns selbst an den Altar ans Kreuz und werden beendet. Und auf einmal ist Schluss damit. Wir werden beendet. Das Kreuz beendet mich. Und jetzt ist der Weg frei, dass Christus mein Friedensopfer ist und ich mit Gott den Frieden genieße und die ganze Verwirrung aus meinem Kopf weggeht. Das sage ich auch dir, Anke, ganz bewusst. Sag, wenn dir alles zu viel wird, Schluss, aus, Ende, ich gebe mich jetzt am Altar hin. Nicht mehr ich, sondern Christus. Und auf einmal hast du Frieden mit Gott und spürst, wie der Frieden dich flutet. Und auf einmal merkst du, wie wunderbar die Geschwister sind und der Weg frei wird durch das Friedensopfer auch zu den Geschwistern. Und du fängst nicht an, Gott zu genießen und Gott dich, sondern du fängst an, die Geschwister zu genießen und die Geschwister dich. Und dann sind wir wirklich das, worum es in der Gemeinde auch geht. Gott in unserer Mitte und irgendwie auch dieses Bild vom Lagerfeuer, was ich so im Lobpreis hatte. Wir sitzen alle um dieses Feuer herum, das Feuer ist Gott und er wärmt uns, er erleuchtet uns, er gibt uns Licht und so. Und die bösen Tiere trauen sich nicht zum Feuer zu, ja, die trauen sich nicht ran.
aber alle Gesichter, die ums der Kinder, also der Kinder Gottes, die ums Feuer rumsitzen, alle Gesichter sind sichtbar und wir schauen in die Gesichter, die durchs Feuer alle hell gemacht werden, ja, und nicht mehr im Dunkeln bleiben. Und das ist für mich auch so was Wunderbares. Wir sitzen um Christus herum und wir genießen ihn in unserer Mitte und der wunderbare Rauch steigt auf. Gott ist zufrieden, wir haben Frieden mit ihm, mit uns. Ich finde das ist ziemlich praktisch, wenn wir es mal verstanden haben. Amen. Wir gehen dem Feind nicht mehr auf die Schliche. Amen. Amen.